Samstagnachmittag, Feuerwache Hamburg-Altona. Notfallsanitäter Philipp Baumann und Rettungsassistent Marco Repin starten zum ersten Einsatz ihrer 12-Stunden-Schicht. Ihr Revier, die Straßen rund um den Michel und die berühmt-berüchtigte Reeperbahn. Wir haben jetzt als Notfallmeldung eine Verbrennung bekommen. Rettungswagen ist alleine aus. Wir wissen bis jetzt, weiblich 48 Jahre, Verbrennung, nichts Näheres bekannt. Im Erdgeschoss. Gucken wir uns mal an. Mit 70 Sachen Blaulicht und Martinshorn eilen die Retter zur nahegelegenen Einsatzstelle. Dort wartet eine ältere Dame, die bereits erste Hilfemaßnahmen getroffen hat. Mit der flachen Hand auf die Herdplatte, okay. Einmal nur kurz berührt quasi. Aus Versehen gehe ich vorhin aus. Oh, Blasenbildung brennt wahrscheinlich, ne? Ja, kühlen Sie das noch ein bisschen. Und damit würde ich schon ins Krankenhaus fahren, weil es eine Blasenbildung fehlt gerade. Das ist ja schon 1% jetzt der Körperoberfläche. Drehen Sie die Hand mal um. Super. So, das wird jetzt kalt. Die Hand können Sie so lassen. Die meisten Unfälle passieren zu Hause und sind damit Alltag für die Sanitäter. Zu Hausunfällen werden wir schon relativ häufig gerufen. Das sind so Standardeinsätze des Rettungsdienstes. Die beiden Beamten der Feuerwehr bringen die Frau ins Krankenhaus. Auch wenn die Verletzung harmlos aussieht, mit Verbrennungen ist nicht zu spaßen. Wie ist das jetzt auf einer Skala, ne? Von 1 bis 10? 10 sind ganz, ganz dolle Schmerzen, quasi wie vom LKW überrollt, und 1 ganz leicht. Wie beschreiben Sie das? 5, 6. Das ist brennend halten. Mhm. Marco, dann mach doch mal die Lampen an. Ja. Also wir fahren jetzt mit Sonderrechten weiter. Aufgrund, dass sie doch Schmerzen auf einer Skala bei 5 äußert. Und Schmerzen soll man einem ja nicht so lange zufügen. Deswegen zügiger Transport mit Sonderrechten ins Krankenhaus. In diesem Fall wird die Frau in die Klinik in Altona gebracht. Dort behandelt ein Facharzt die Frau. Die hatte Glück im Unglück und kann das Krankenhaus wenig später schon wieder verlassen. Philipp und Marco bekommen unterdessen ihren nächsten Einsatz und der klingt besorgniserregend. Wir haben eine 24-Jährige mit Atemproblemen auf der Straße. Eine Passantin hat die junge Frau blass und zitternd an einer Bushaltestelle angetroffen und den Rettungsdienst alarmiert. Philipp und Marco versuchen, die Frau erstmal mit einem Gespräch zu beruhigen. Erzählen Sie mir mal ein bisschen was. 24 Jahre, das ist so korrekt. Ja, ich bin eigentlich alles gut. Ich bin einfach nur im Bus 3 Stationen gefahren und innerhalb von einer Minute ist mein Kreislauf weggebrochen. Ich nehme mal meine Hand. Waren Sie kurzzeitig bewusstlos? Nee, ich bin dann aus dem Bus ausgestiegen und dann bin ich gewartet und bin in den nächsten wieder eingestiegen. Ich möchte nach Hause, ich wohne gleich um die Ecke. Entspannen Sie sich, legen Sie die Hand einfach hin. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Gar nichts. Keine Medikamente. Allergien bekannt bei Ihnen? Gar nichts. Ich habe meine Tage bekommen. Heute. Vorerkrankung? Nichts. Während Marco die sogenannten Vitalwerte ermittelt, versucht Philipp, die Ursache der Atemnot herauszufinden. Er hat eine erste Vermutung. Haben Sie sich in irgendwie was reingesteigert? Ich habe Panik einfach bekommen, weil ich keine Luft bekommen habe. Okay. Jetzt ist erstmal wichtig, dass Sie ganz in Ruhe atmen. Also was wir schon mal sehen, dass Ihre Sauerstoffsättigung in Ordnung ist. Atmung und Werte der jungen Frau sind okay. Was genau sie allerdings an diesem Tag so aus der Bahn geworfen hat, können die Retter auf die Schnelle und im Rettungswagen nicht feststellen. Deshalb bringen sie die Frau ins Krankenhaus, in dem sie dann genauer untersucht wird. Philipp hat zumindest eine Vermutung. Die Patientin mit einer, so klingt das erstmal im Verdachtsdiagnose, Hyperventilationstetanie, also hat sich irgendwie in ein Ereignis reingesteigert. Das gab auch so die Vitalparameter wieder. Erstmal nicht kritisch, deswegen nimmt sie jetzt im Wartebereich Platz, bis ein Behandlungszimmer frei ist. Die Ärzte können bei der Untersuchung kein körperliches Problem feststellen. Deshalb verlässt die Frau das Krankenhaus noch am selben Abend. Zeitgleich fahren Philipp und Marco zum ersten Einsatz des Abends auf die Reeperbahn. Ein Mann ist gestürzt und blutet heftig am Kopf. Hallo, die Feuerwehr. Erzählen Sie mal, was ist passiert? Können Sie sich an den Sturz erinnern? Nein. Können Sie sich nicht dran erinnern? Ja. Was willst du haben? Hast du einmal den Netzverband und dann machen wir noch ein Zemuco oben drüber. Ja. Genau. Wir machen Ihnen das einmal hinten so weit fertig, dass es zumindest nicht weiter durchblutet. Okay. Und dann gucken wir mal, wie wir weiter mit Ihnen verfahren. Wir haben wie viel Alkohol getrunken? Können Sie einmal das bitte festhalten? Einmal so ein Netzverband. Ich habe einige Bier getrunken. Ja. Gerade so die Freitag-Samstag-Nächte haben wir sehr oft Einsätze, die natürlich alkoholbedingt sind. Ja, aber Ihre Wunde muss auf jeden Fall mal ärztlich behandelt werden. Da führt jetzt gar kein Weg dran vorbei. So,
Bleiben Sie kurz liegen. Bleiben Sie kurz liegen. Tun Sie sich mal die Ruhe an. Der Mann ist total betrunken und mit der Behandlung durch Philipp und Marco irgendwie nicht so ganz einverstanden. Nur widerwillig nimmt er auf der Trage Platz. Können Sie den Kopf einmal anheben, ein Stück? Ja. Legen Sie den Kopf mal wieder hin. Gut, super. Klasse. Haben Sie registriert, dass Sie gestürzt sind und eine derbe Kopfplatzwunde am Hinterkopf haben? Kommt das bei Ihnen an? Nein. Sie sind jetzt hier bei der Feuerwehr im Rettungswagen. Ja, wir kümmern uns jetzt um Sie, aber da müssen Sie auch ein bisschen was für tun, dass wir Sie adäquat behandeln können. Gerade hier im Bereich auf dem Kiez der Reeperbahn in Hamburg kommt sowas schon mitunter sehr oft vor, dass die Leute einfach überhaupt nicht mehr mitbekommen, was wir von denen wollen, dass wir denen helfen wollen. Und die registrieren auch gar nicht, dass sie eine Verletzung haben, die im Krankenhaus ärztlich weiter behandelt werden muss. Hey, 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 jetzt mal bitte ein bisschen, was machen Sie das denn? Wir haben das eben steril abgedeckt und das hat er sich wieder losgemacht. Das bringt jetzt auch nichts, ihm nochmal einen Verband oder nochmal das irgendwie in irgendeiner Form zu verbinden. Da fahren wir ihn jetzt so ins Krankenhaus. Natürlich Gefahr hier, dass sich das infiziert, weil er hat Dreck an den Fingern, aber das Risiko muss man dann halt eingehen. Doch den volltrunkenen Patienten stört nicht nur der Kopfverband, auch das Fahrtziel Krankenhaus passt ihm ganz und gar nicht. Marco? Nein. Holst du einmal die Pulli-Schwelle nochmal? Der renitente Patient wehrt sich vehement. Philipp fordert kurzerhand einen Polizisten zur Bewachung an. Hören Sie doch mal bitte zu, wir meinen es doch gut. Wir meinen es doch gut. Hier ist mein Rucksack. Super. Und so weiter und so fort. So, lassen Sie mich doch in Ruhe, Kamerad. Wie kann ich jetzt hier raus, Kamerad? Jawohl. Die nächste Haltestelle ist Altona, Krankenhaus. Was ist denn da los? Da ist Rock'n'Roll. Da ist Rock'n'Roll? Da ist gleich Rock'n'Roll. Was geht denn da ab, ey, Große? Da werden Sie von... Ich habe jemanden totgeschlagen. In Sachsen. Okay. Sind Sie ein ganz gefährlicher Mann gewesen? In Sachsen habe ich keine Zukunft mehr für mich. Jawohl. Herzlich willkommen. Seinen Neustart in der Hansestadt hat er sich wohl anders vorgestellt. Die Feuerwehrmänner übergeben den Betrunkenen an die Kollegen der Notaufnahme. Mit Zustand nach Sturz auf dem Spielbudenplatz. Ich bin ja. Ein Knassi. Hören Sie mal zu, Sie sind jetzt im Krankenhaus. Sie müssen ein bisschen still genau, sein. Genau, mit Zustand nach Sturz, viel Alkohol getrunken. Jetzt hat er eine Kupplerwurm im Hinterkopf. Pupillen sind Isochor, Vitalparameter sind auch in Ordnung. Blutzucker war 107. Genau, muss aber auf jeden Fall einmal medizinisch weiter versorgt werden. Der aggressive Mann ist der Polizei bekannt. Deshalb wird ein Beamter im Krankenhaus bleiben und weiter ein Auge auf ihn haben. Ob er im Knast war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe ihn in dieser Situation, Mensch ist ein Mensch und ob ich beurteile ja nicht einen Mensch danach, wie lange er im Knast gesessen hat, ob und überhaupt.